Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen nach längerer Zeit mal wieder zu einem neuen Vlog. Und zwar dachte ich mir, bietet sich das jetzt tatsächlich an, hier oder mal wieder einen Vlog zu drehen. Und zwar, wie ihr seht, ich bin tatsächlich in einem Hotelzimmer. Ich bin jetzt aktuell in Erfurt. Ich bin, beziehungsweise heute ist der Mittwoch, der 9. Oktober. Ich bin heute Morgen von zu Hause losgefahren. Im Bus, S-Bahn über Mannheim, dann einmal umgestiegen in Frankfurt und dann weiter nach Erfurt und von dort eben mit der Tram dann jetzt hier zum Hotel. Und zwar gehe ich morgen, also am Donnerstag und am Freitag, auf, ja, es ist im Prinzip eine Fortbildung, also von meiner Arbeit aus bin ich praktisch auf Fortbildung und zwar im Rahmen des Bundeskongress für Sozialarbeiter. Richtig cool. Da habe ich mich ja schon vor ein paar Monaten angemeldet und das Ganze gebucht, blablabla. Man muss ja dann da auch bei der Arbeit so eine Fortbildungsantrag einreichen, lauter so Zeugs. Auf jeden Fall ist jetzt ja, heute der Tag gewesen, an dem es oder ist jetzt heute der Tag, an dem ich jetzt hier angereist bin. Dadurch, dass der Bundeskongress morgen Vormittag, glaube ich, um 10 rum oder sowas schon startet, wurde entschieden oder hat es letztendlich auch Sinn gemacht, einen Tag vorher schon anzureisen, weil ich war jetzt, ich glaube, um 7:45 bin ich daheim mit dem Bus daheim bei uns im Dorf losgefahren. Und es gab zwischendrin immer mal wieder ein bisschen Verspätung, aber überhaupt nichts Dramatisches. Ich habe alle meine Anschlüsse bekommen. Ich habe auch überall genügend Umsteigezeit gehabt. Also das war alles kein Problem. Und bin letztendlich dann vorhin um 3:15 in Erfurt am Bahnhof angekommen. Genau. Deswegen, entsprechend wegen der langen Anreise, ja, bin ich jetzt heute schon einen Tag vorher angereist. Und habe jetzt da dafür aber noch den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend für mich, was ich richtig cool finde. Ich war ja letztes Jahr im Sommer schon mal hier in Erfurt wegen dem Sommerfest meiner Hochschule, die ja hier in Erfurt ihren Hauptsitz hat. Deswegen kenne ich jetzt so gerade so, ich sage mal, die Hauptspots, so die Innenstadt und sowas, das kenne ich ja jetzt alles schon. Was auf der einen Seite gut ist, weil ich jetzt so ungefähr weiß, wo ist was. Ich kann mich zumindest so ein bisschen zurechtfinden. Auf der anderen Seite gibt es jetzt halt auch nichts mehr groß, wo ich jetzt noch was angucken brauche. Also es ist jetzt heute auch nicht die Zeit noch für einen Tagesausflug oder irgendwas, also wo ich jetzt wohin könnte, wo es ein bisschen außerhalb ist oder so. Das mache ich jetzt heute nicht. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt nachher die Zeit, gehe ein bisschen einfach so ein bisschen bummeln in den einen oder anderen Laden rein. Ich habe das weiß ich noch, habe ich erst letztes Jahr in dem einen Buchladen, ich glaube, es war ein Hugendubel, so tolle Schnäppchen gemacht mit reduzierten Büchern. Das wird nämlich gleich mein erstes Ziel sein, wo ich gleich hingehen werde. Da mal nach reduzierten Büchern gucken und dann noch, wie gesagt, in ein, zwei andere Läden rein. Und nachher werde ich dann mal schauen, wo ich dann zu Abend esse. Auf was ich Lust habe. Genau, einfach mal kurz zum Bundeskongress. Keine Ahnung, ich war noch nie auf so einem Kongress. Deswegen lasse ich mich davon jetzt morgen auch einfach mal überraschen, wie das wird, was es da gibt und so weiter. Was auf jeden Fall schon klar ist, ich habe mich schon im Vornherein, musste ich mich für verschiedene Vorträge schon anmelden. Also da gibt es verschiedene Foren. Und pro Tag gibt es dann oder kann man sich für vormittags und nachmittags jeweils für ein Forum, für einen Vortrag praktisch anmelden. Und die sind halt zu unterschiedlichen Themen. Ich glaube, das Überthema dieses Bundeskongresses ist das Thema Teilhabe. Und dann gibt es eben lauter so Unterthemen, die in verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit einfach liegen. Und da ja, habe ich dann geschaut, was passt denn so ungefähr auf das, was ich halt auch bei der Arbeit mache. Gibt es da irgendwie was, wo einfach thematisch oder inhaltlich einfach passt? Und da habe ich im Prinzip dann schon pro Tag zwei fixe Termine, wo ich dann eben diese Vorträge besuche und was es da dann sonst noch gibt drumherum, ob es irgendwie Aussteller gibt, Stände, keine Ahnung, das lasse ich morgen dann einfach mal auf mich zukommen und schaue, wie das dann dort so sein wird.
bin ich auf jeden Fall echt auch gespannt. Vor allem so ein Bundeskongress, das ist ja schon so ein bisschen eine größere Sache, denke ich mal. Wie gesagt, noch keine Erfahrung gemacht, deswegen jetzt für mich vollkommenes Neuland. Ja, wie gesagt, jetzt heute Nachmittag werde ich einfach für mich meine Freizeit jetzt noch ein bisschen nutzen. Und ja, morgen früh geht es dann auf den Bundeskongress. Ich gucke einfach mal, wie ich euch da so ein bisschen mitnehmen kann. Weiß nicht, ob ich da groß was filmen kann. Aber ich werde euch auf jeden Fall, wenn ich dann abends wieder im Hotel bin, einfach ein bisschen was erzählen, was ich denn da erlebt habe, was es gab. Genau, das ist einfach mal nur so zum Plan oder um was es jetzt hier in dem Vlog überhaupt geht. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Mittlerweile ist es jetzt gerade Punkt 7 Uhr. Ja, ich war wie gesagt ein bisschen bummeln. Leider habe ich dieses Mal tatsächlich kein Buch gefunden. Also, ich gucke ja dann hauptsächlich immer gern nach reduzierten Büchern. Und wie gesagt, wo ich das letzte Mal dort in dem Hugendubel war, war ein kompletter Tisch, ich glaube sogar mehr als ein Tisch, stapelweise voll mit reduzierten Büchern. Und dieses Mal, oder wo ich jetzt heute drin war, gab es leider nicht so viel, also so ein paar Kochbücher oder so Zeugs und auch ein paar normale Romane und sowas. Aber da war irgendwie gar nichts dabei. Also es waren hauptsächlich Klassiker, Thriller oder so irgendwie was. Also es war jetzt diesmal leider echt nichts dabei. Und wie gesagt, sie hatten auch nicht viel reduzierte Bücher da. Ich bin dann noch so durch den Laden geschlendert, bin ein bisschen durch die Kinderecke und habe geguckt, ob ich irgendwie Ideen finde für Raffis Geburtstag, so als Geschenke. Oder als Geschenkideen für die Gäste. Ja, und dann bin ich weitergegangen und war dann noch beim Rossmann. Da mache ich jetzt gleich einen extra Mini-Rossmann-Haul, geschwind separat. Genau, den könnt ihr euch dann extra angucken. Und dann habe ich überlegt, worauf hast du Lust zum Essen? Und irgendwie hatte ich Lust auf Asiatisch. Und ja, habe dann einfach mal so bei Maps geguckt, was denn da in der Umgebung ist, weil ich wollte dann auch nicht zu arg weit noch laufen oder noch mal groß irgendwie mit der Tram oder so wohin fahren. Und dann war ich fast um die Ecke, war ein asiatisches Restaurant, was echt gut bewertet war. Und dann dachte ich, komm, probiere ich das einfach mal aus. Und dadurch, dass ich heute Mittag ja jetzt eigentlich nichts richtig zu Mittag gegessen habe, ich habe jetzt ja heute Morgen habe ich einen Müsli-Riegel gegessen unterwegs und habe mir dann in Mannheim am Bahnhof noch so ein belegtes Brötchen geholt. Aber richtig Mittag gegessen habe ich nicht. Unterwegs habe ich mir dann noch in Frankfurt so Schokosticks habe ich mir da noch geholt. Ja, aber wie gesagt, kein richtiges Mittagessen. Und dann habe ich mich beim Chinese für ein Buffet entschieden. Komm, dachte ich, komm, jetzt dann isch richtig jetzt heute mal noch was. Und es war echt lecker. Es war jetzt nicht so ein großer Chinese, eher so ein bisschen kleiner. Dementsprechend war das Buffet auch ein bisschen kleiner. Aber das hat mir vollkommen ausgereicht. Also ich persönlich brauchte auch bei so einem beim Asiaten auch nicht jetzt so ein riesen Buffet mit übelst viel Auswahl. Da weiß man dann sowieso irgendwann nicht mehr, was man essen kann, obwohl man eigentlich schon satt ist. Deswegen, das war gerade recht. Ich habe dann da Pekingsuppe und so ein bisschen was mit Schwein und ein bisschen was mit Hühnchen und ein bisschen Sushi esse ich auch immer gerne mal noch so einen Zwischengang. Und ja, Nachtisch hatten sie eigentlich nicht viel da. Da habe ich dann so ein paar Äpfel gegessen mit so einer Vanillesoße. Das hat mir dann auch ausgereicht, weil ich war da eigentlich auch schon satt. Aber es war auf jeden Fall echt lecker. Und es war auch richtig schön dort. Also schon allein der Eingang, wenn man reinkam, ist man über so eine Brücke gelaufen, wie es oft in solchen chinesischen Gärten gibt. Und drunter war tatsächlich ein richtiger Teich angelegt mit Fischen und mit richtigen Kois. Das sah richtig schön aus. Also es hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt die meisten Läden machen jetzt eh langsam zu. Ich brauche eigentlich auch nichts groß noch. Und jetzt ja, bin ich wieder zurück zum Hotel. Und dann werde ich jetzt mich noch ein bisschen ins Bett legen, mich ein bisschen entspannen, noch ein bisschen lesen. Und ja, jetzt muss ich gleich auch mal noch gucken, wann ich denn dann morgen überhaupt los muss.
wie lange ich denn brauche mit der Tram zur Messe. Und dann mal noch schauen, wann ich dann aufstehen muss. Dann will ich ja hier noch frühstücken. Das muss ich jetzt gleich alles auch noch ja, einmal vorplanen. Und ja, dann werde ich mich schlafen legen, weil ja, war dann doch jetzt nicht anstrengender Tag oder so. Aber ja, die viele Fahrerei und so macht halt dann doch irgendwann müde, wenn man stundenlang nur da im Zug sitzt. Ja, dann bis morgen. Mittlerweile haben wir es Donnerstagabend. Ich bin jetzt wieder zurück im Hotel. Ja, heute Morgen bin ich um 8 Uhr aufgestanden, habe mich ganz in Ruhe fertig gemacht, umgezogen und bin dann runter zum Frühstücken. Ist ein relativ kleiner Frühstücksraum, kleines Buffet, aber man findet eigentlich alles, was man so ja, morgens zu essen kamen Brötchen, diverse Aufstriche, Brot, Wurst, Käse, Müsli, Joghurt, Rührei, Speck. Also war eigentlich alles dabei. Ich habe dann Brötchen gegessen, belegtes und noch ein bisschen Rührei und habe so ein, ach, wie heißt's, so ein Multivitaminsaft getrunken. War alles echt lecker, das ja, war gut. Dann habe ich hier oben mein Zeug zusammengepackt und bin dann zur Tram gegangen. Oder da war ich dann heute Morgen auch tatsächlich nur eine Viertelstunde unterwegs bis zur Messe. Also das ging relativ fix. Da musste ich mich dann erstmal kurz orientieren, wo es denn da reingeht und überhaupt. Aber es wurde dann schnell relativ offensichtlich, weil da auch ziemlich viele andere Leute gerade ausgestiegen sind aus der Tram. Da ist ein ganzer Schwall voll Leute auf das Messegelände geströmt und dann hat man auch direkt gesehen, wo es dann hingeht. Da war ich dann auch erstmal noch ein bisschen verwirrt, ob man sich da jetzt anmelden muss oder was da, wie das funktioniert, weil ich war noch nie also so als Teilnehmer auf so einem Kongress im Prinzip oder generell so einer Veranstaltung. Habe das dann aber ziemlich schnell rausgekriegt, dass man sich da anstellen muss. Dann hat man praktisch seine Anmeldebestätigung vorgezeigt. Und hat dann ein Namensschild bekommen und hier so eine Mappe, genau mit einem Stift. Und in der Mappe ist im Prinzip hier einmal verschiedene Infos drin. Das sind jetzt hier einmal Infos drin, bei welchen Foren genau ich mich angemeldet habe. Dann konnte man hier auch noch mal sehen, welche Foren wo genau stattfinden. Genau und wo, also in welchem Saal. Dann hatten sie hier sogar auch schon Infos mit Fortbildungen, jetzt noch für Ende dieses Jahres und für nächstes Jahr. Das fand ich auch ganz cool. Da habe ich sogar direkt auch was gefunden. Da muss ich, wenn ich dann am Montag oder bei der Arbeit bin, gleich mal mit meinem Vorgesetzten reden. Und ja, dann waren hier noch so allgemeine Infos, Übersichtsplan und genau, das war da alles mit dabei. Dann war hier noch so ein Block mit dabei, das fand ich ganz praktisch, da konnte man sich hier so ein paar Notizen machen. Dann haben wir hier noch genau die Liste Fachausstellungen. Also da ist ja praktisch jetzt nicht nur dieser Kongress an für sich mit diesen ganzen Vorträgen, Diskussionen und sowas, sondern da ist auch noch wie so eine, ich weiß nicht, falls ihr schon mal auf einer Berufsmesse oder sowas wart, so ein bisschen ist das. Da sind dann verschiedene Aussteller. Das waren eigentlich dadurch, dass es ja ums Thema oder beziehungsweise die DVSG ist ja die Gemeinschaft für die gesundheitsbezogene soziale Arbeit. Das heißt, es waren hauptsächlich Aussteller aus dem Gesundheitsbereich, also einige Kliniken, tatsächlich auch unsere Klinik, also da, wo ich arbeite, das ist ja im Prinzip ein Konzern und die haben mehrere Standorte und die sitzen in Berlin. Die waren tatsächlich auch vertreten, aber da waren schon so viele Leute an dem Stand. Da will ich da nicht hin. Wäre irgendwie interessant gewesen, da einfach mal zu quatschen. Ich bin dann halt so ein bisschen rumgelaufen. Es waren jetzt aber nicht wirklich irgendwie
weiß ich, was da noch dabei war. Ich glaube, Stand von der DAV natürlich, von der Rentenversicherung, die ja für uns als Klinik der Hauptkostenträger ist für die Rehabilitanten. Und dann halt noch so ein paar kleinere Stände von Vereinen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das war da alles mit drin. War jetzt, wie gesagt, nichts dabei, wo ich jetzt sage, war jetzt irgendwie interessant. Und dann hier noch so Infos, Social Media und dass übernächstes Jahr der nächste Kongress stattfindet. Mal schauen, ob ich da dann nochmal hingehe. Genau, das eigentlich so zum Start, wo ich dann dort angekommen bin. Und dann konnte man da seine Jacke abgeben an der Garderobe und hat dann, dann ging um 10 direkt die Einführungsveranstaltung los. Das ging schon mal im Prinzip interessant los, weil die Dame, die das, die da praktisch als Moderatorin anwesend war, die ist blind. Also im Prinzip selbst eine Betroffene, so wie ich ja eigentlich auch. Und es geht ja, das Überthema des Kongresses ist ja, Moment, wo steht's? Lebenswelt und Transformation, wie sich Teilhabe verändert. Also Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Um das geht es im Prinzip oder das Überthema. Und das war auch so, dieses Überthema war auch so das Hauptthema von dieser Einführungsveranstaltung. Die Dame, die da die Moderation geführt hat, wie gesagt, hat es echt interessant auch gestaltet, auch lustig, hat so ein bisschen was aus ihren Erfahrungen auch erzählt und das war echt interessant. Dann sind da auch verschiedene Themen, gleich so die Anfangsimpulse, also gab es dann so verschiedene Impulsvorträge, so der Anfangsimpulsvortrag, da ging es gleich mal drum, ums Thema Barrierefreiheit, aber nicht oder darum, wie Menschen mit Behinderung oder mit gesundheitlichen Einschränkungen am normalen gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Und diese ersten Impulse, da ging es schon mal los und da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und zwar, was passiert, wenn jetzt ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, einen Unfall oder irgendwas hat und muss vom Krankenwagen, hier irgendwo auf der Straße oder so mitgenommen werden oder unterwegs, was passiert dann mit seinem Rollstuhl? Und da hat die Dame tatsächlich von einem Fall erzählt, dass der Rollstuhl dann da einfach stehen gelassen wurde. Der Patient wurde dann logischerweise mitgenommen ins Krankenhaus und der hatte dann Glück, dass ein Polizist, der auch anwesend war, bei diesem Vorfall, weshalb der Mensch, der im Rollstuhl sitzt, mitgenommen werden musste ins Krankenhaus, der hat sich dann tatsächlich darum gekümmert, dass der Rollstuhl wieder zum Patient ins Krankenhaus zurückkommt. Und das sind so Dinge, ich weiß, sage ich, hab mir eben sowas zum Beispiel noch nie Gedanken drüber gemacht. Was passiert denn da? Oder sie hat auch genannt zum Beispiel Assistenzhunde von Menschen, also Blindenhunde, oder es haben ja auch Menschen, die zum Beispiel Angststörungen oder solche Dinge haben, haben ja auch manchmal Assistenzhunde. Was passiert denn in solchen Fällen mit dem Hund? Der Krankenwagen nimmt den Hund nicht mit. Fand ich echt interessant und wirklich auch mal was, wo man drüber nachdenken kann. Was ist denn da überhaupt? Warum ist das denn eigentlich so? Und auch dann Beispiele von zum Beispiel im Krankenhaus, was gibt es denn da für Barrieren, wenn ein Mensch mit einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung ins Krankenhaus kommt? Was gibt es denn für den dort an Barrieren, über die noch nie wirklich jemand nachgedacht hat? Da war zum Beispiel auch das Beispiel, auch ging es auch um Diversität, also Transmenschen. Wenn jetzt jemand gerade noch nicht sein Geschlecht offiziell gewechselt hat, mit wem wird er denn in ein Zimmer gelegt? Mit Frauen oder mit Männern? Sowas zum Beispiel. Und auch das Thema Trennen von Männlein und Weiblein. Ab welchem Alter? In der Kinderklinik ist es normal, dass Kinder zusammengelegt werden, egal ob es jetzt ein Bub oder ein Mädel ist. Aber ab wann sollte man denn diese Geschlechtertrennung
vornehmen. Solche Themen kamen da einfach dran. Und dann natürlich auch das Thema Entlassung wieder aus dem Krankenhaus. Was gibt es denn da für Barrieren? Wie kommt jetzt zum Beispiel die Person, und das fing ja schon an bei Dingen, mit denen wir teilweise auch manchmal zu tun haben, die Person kommt jetzt nach Hause, ist jetzt vielleicht, selbst wenn es jetzt nicht in der Regel eine Person ist, die sonst auch eine Behinderung hat, sondern jetzt durch einen Unfall zum Beispiel ein gebrochenes Bein hat und kann jetzt sich zu Hause nicht mehr alleine versorgen. Wer kümmert sich darum? Normal ist da halt der Sozialdienst im Krankenhaus zuständig. Menschen, die jetzt generell eine Einschränkung haben und dann noch zusätzlich durch den Krankenhausaufenthalt wegen einem Unfall oder ähnlichem einfach nochmal zusätzlich eine Belastung haben. Was passiert denn mit denen? Wie kommen die jetzt zum Beispiel zum Arzt, um Folgerezepte für Medikamente zu bekommen? Wie kommen die zu Therapien? Da ging es dann natürlich auch weiter, das Thema Barrierefreiheit. Wenn man in ein Gebäude oder in einen Raum reinkommt, zum Beispiel mit einem Rollstuhl, heißt es noch nicht, dass das ganze Ding barrierefrei ist, nur weil man reinkommt. Zum Beispiel, dann kann vielleicht die Person nicht, was weiß ich, im Haus vielleicht irgendwelche Etagen überwinden oder in Badezimmern oder in Toilettenräumen ist es nicht barrierefrei. Nur weil vor der Tür eine Rampe ist, dass die Person reinkommt, heißt es nicht immer, dass das Gebäude innen drin auch barrierefrei ist. Und ihr seht, das sind so viele Themen und das war eben in diesem Anfangsvortrag, darum ging es da. Und ich fand es so interessant, weil es einfach Dinge sind, über die man auch selbst als, ich würde jetzt mal sagen, Professionelle der sozialen Arbeit auch nicht wirklich drüber nachdenkt. Ja, und dann haben noch verschiedene andere Personen gesprochen. Es war tatsächlich die Landesministerin für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie. Das Bundesland Thüringen war dort, hat da gesprochen. Dann war eine Frau da, die hat über das Thema künstliche Intelligenz in der sozialen Arbeit gesprochen. Also wie kann man das da anwenden? Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es schon? Was gibt es an Forschung? Um die Themen ging es. Dann haben die beiden Vorstände von diesem DVSG haben dann gesprochen. Ja, und das war wie gesagt so die zweistündige Einführungsveranstaltung. Und danach gab es dann erstmal Mittagessen. Da war es aber nicht so, dass das was für uns aufgebaut war, sondern man hat sich dann dort in dem Catering-Bereich der Messe einfach was geholt. Da gab es dann verschiedene Sachen, belegte Brötchen und keine Ahnung, heiße Würste mit Kartoffelsalat. Dann gab es Chili Sin Carne und dann gab es noch Hähnchengeschnetzeltes mit Reis. Das habe ich mir dann ausgesucht. Habe mich dann da irgendwo hingestellt und habe dann gegessen. Da kam dann jemand noch zu mir mit an den Tisch. Mit dem habe ich mich dann unterhalten. War auch ein ganz netter Herr aus Norddeutschland. Dort hat sich dann halt einfach unterhalten. Und dann bin ich da noch ein bisschen über diese über diesen Ausstellungsbereich gelaufen. Und dann ging es auch schon los mit diesen Forenvorträgen. Und der erste Vortrag war zum Thema Überleitung aus der medizinischen Reha in Beruf und Arbeit. Also im Prinzip, wenn die Patienten bei uns in der Reha-Klinik sind, geht es ja darum zu schauen, können die wieder zurück in ihre alte Arbeit? Und wenn ja, was kann man da für die tun? Und so um dieses Thema ging es. Es war jetzt nicht arg viel Neues dabei. Das meiste wusste ich einfach schon, weil es wurden einfach so generelle Grundlagen erklärt. Also viel Neues war nicht dabei. Ich habe mir nur irgendwie, habe ich mir gleich was notiert. Ein paar Infos habe ich mir noch notiert. So 2, 3, 4 Sachen, die neu waren für mich. Aber ansonsten war eigentlich alles, was ich schon überwiegend wusste, war aber trotzdem interessant. Und dann war eine Pause von einer Dreiviertelstunde. Da habe ich eigentlich nichts groß gemacht, habe mich da dann irgendwo hingestellt.
bin ein bisschen rumgelaufen. Und dann ging es nachmittags weiter mit dem zweiten Vortrag. Da ging es um das Thema berufliche Rehabilitation und wissenschaftliche Erkenntnisse. Es gibt ja im Prinzip einen Unterschied zwischen der medizinischen Reha und der beruflichen Reha. Wenn jetzt ein Patient bei uns in der medizinischen Reha, wo ich ja bin, in der Klinik, in der Reha-Klinik, wenn es da jetzt darum geht, gut, er kann seinen vorherigen Job nicht mehr ausüben, weil er jetzt die Erkrankung hat, dann kriegt er eine sogenannte LTA, eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Und über die wird er in eine sogenannte berufliche Reha geschickt. Das ist nicht, dass er jetzt stationär irgendwo in einem Krankenhaus ist, sondern das ist ambulant. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was er da tun kann. Gibt es auch unterschiedliche Träger, die das dann anbieten. Bezahlt auch wieder durch die Rentenversicherung. Und um dieses Thema ging es im Prinzip, wie ist das in der beruflichen Reha. Und da haben tatsächlich, wurde so ein, ja, ein Forschungsfeld eröffnet um dieses Thema berufliche Reha. Und im Rahmen dieses Forschungsfelds laufen jetzt aktuell drei Studien, die durchgeführt werden, drei verschiedene, wo es darum geht, vor allem, am Anfang habe ich es nicht so ganz gerafft, was die jetzt eigentlich wollen, am Ende habe ich es dann verstanden, und zwar denen geht es im Prinzip darum, dass in der medizinischen Reha, also im Krankenhaus, wird es viel strenger von der Rentenversicherung kontrolliert, wer denn im Sozialbereich dort arbeitet. Da gibt es Vorgaben, dort müssen auf so und so viele Patienten muss zum Beispiel ein Sozialarbeiter kommen, und das muss dann auch ein Sozialarbeiter sein. In der beruflichen Reha, also in diesen ganzen Berufsförderungszentren und sowas, oder je nachdem, was das dann ist, wie gesagt, das ist ziemlich unterschiedlich, da ist es so, dass das nicht so kontrolliert wird und es auch nicht so, ja, das ist ein bisschen lockerer als in der medizinischen Reha. Da arbeitet halt oder kann sich fast jeder bewerben auf so eine Stelle, auf so eine Beratungsstelle. Also die begleiten ja dann die Patienten durch diese berufliche Reha-Maßnahme, beraten die. Und wie gesagt, da ist es so, dass da auch aus anderen Berufsbereichen Leute arbeiten. Und wie ich das jetzt so rausverstanden habe, geht es denen drum, die wollen, dass man da Vorgaben schafft, dass dort nur Sozialarbeiter arbeiten dürfen oder so. Also ich fand es ein bisschen komisch, weil es war für mich ein bisschen verwirrend. Es hat jetzt auch nicht so ganz in mein Berufsfeld gepasst, weil ich ja im Prinzip im medizinischen Reha-Bereich tätig bin. Aber die Diskussion war dann irgendwie trotzdem interessant. Was ich auch lustig oder interessant fand, war, es war ja jemand von der DAV dort mit dabei, der auch in dem vorigen Vortrag auch gesprochen hat. Und der wurde natürlich von uns Sozialarbeitern immer mal wieder tolle Sachen gefragt. Das fand ich ganz interessant, wie er da drauf reagiert hat. Der war da ziemlich selbstbewusst und hat da natürlich die Standpunkte der DAV als Kostenträger vertreten. Aber wir sehen ja in der Praxis, wie manche Dinge anders laufen, wie manche Dinge nicht funktionieren, wie manche Dinge für die Patienten nicht funktionieren, die die DAV so will zum Beispiel. Ja, aber wenn ich das jetzt erzählen würde, dann würden wir jetzt noch Stunden weiterreden. Es war auf jeden Fall ja, trotzdem in der Diskussion dann nachher interessant. Ja, und im Anschluss bin ich dann eigentlich auch, wo das zu Ende war, habe ich dann meine Jacke aus der Garderobe geholt. Und bin dann direkt wieder mit der Tram zurückgefahren, habe mir dann noch überlegt, was habe ich denn jetzt zum Essen. Wenn ich eh in der Tram sitze, dann kann ich auch jetzt noch irgendwo ein bisschen woanders hinfahren. In Erfurt habe ich dann aber doch nicht gemacht. Ich bin dann wieder hier ausgestiegen, direkt am, wie heißt das auf der anderen Seite? Hirschgarten oder sowas bin ich dann ausgestiegen und bin dann da zum Peter Pan gegangen. Das ist, glaube ich, auch eine Kette. Also bei uns daheim in der Nähe habe ich die noch nirgends gesehen, was weiß ich, vielleicht gibt es in Stuttgart oder kann auch sein in Mannheim. Auf jeden Fall ist das auch so ein Burgerladen. Da habe ich dann so ein, ja, was war da drauf, mit so crunchy Hähnchen
und Bacon oder irgendwie sowas. Und zur Beilage konnte man dann, also da gab es so ein Abendmenü, bestehend aus einem Burger, einer Beilage und einem Cocktail. Genau, mittags gibt es das gleiche Menü auch, nur mit Eistee, irgendwie was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diesen Burger genommen. Als Beilage habe ich dann so Tortilla-Chips mit Käse-Dip genommen und ja, einen alkoholfreien Cocktail. Der Burger war echt lecker, aber die Tortilla-Chips und die Soße waren komisch. Also ich weiß nicht, also wenn ich, keine Ahnung, vielleicht waren es einfach so Tortilla-Chips aus dem Großhandel oder so. Auf jeden Fall fand ich die nicht so lecker und die Soße hat auch, weiß nicht, hat mir nicht so wirklich geschmeckt, war ein bisschen komisch, aber der Burger war gut und der Cocktail war auch sehr lecker. Ja, auf jeden Fall, ich bin satt geworden. Bin dann noch ganz kurz zum Aldi um die Ecke und habe mir noch mal was zu trinken geholt für morgen. Weil ich ja dann auch gedacht habe, ja gut, ich fahre ja dann direkt von der Messe, wenn das morgen Nachmittag zu Ende ist, fahre ich ja dann nach München weiter. Weil wir da ja meinem Schwiegervater ein Geschenk gemacht haben mit einer Stadionbesichtigung. Das erzähle ich dann aber alles jetzt noch. Also entweder ich erzähle es dann morgen oder dann kommt eventuell da dazu nochmal ein separater Vlog. Muss ich mal schauen, wie ich da ein bisschen mitfilmen kann oder auch nicht. Wird sich dann zeigen. Genau. Und jetzt bin ich, wie gesagt, wieder auf dem Zimmer im Hotel. Ich werde jetzt schon mal so ein bisschen was zusammenpacken. Ich habe ja nicht viel, ich habe ja nicht viel Krempel dabei. Damit ich dann morgen früh nach dem Frühstück dann direkt den Koffer werde ich dann natürlich direkt mitnehmen. Ja, an der Stelle würde ich dann sagen, für heute zumindest, ja, tschüss und dann bis morgen. Es ist Nachmittag, ich glaube gleich 3:15 und ich sitze jetzt auch schon wieder am Bahnhof in Erfurt. Ja, heute Morgen habe ich wieder ähnlich wie gestern gestartet, gemütlich aufgestanden, wobei gemütlich heute ging es eine Stunde früher los als gestern, aber das war jetzt auch nicht so dramatisch. Da bin ich im Prinzip so aufgestanden wie zu der Uhrzeit, wenn ich auch zur Arbeit muss. Von dem her alles in Ordnung, habe dann auch wieder gefrühstückt, habe dann direkt meinen Koffer gepackt und den dann direkt auch mit zur Messe genommen. Da gab es die Möglichkeit, dort in der Garderobe auch die Koffer unterzustellen. Und das habe ich dann gemacht. Das fand ich ganz praktisch, weil sonst wäre es echt umständlich gewesen, weil der Hauptbahnhof liegt in gegengesetzten Richtung zur Messe. Deswegen ja, war ganz gut, dass ich das dann gleich habe mitnehmen können und nicht hier erst hin musste, um das irgendwie in ein Schließfach zu packen oder so. Ja, heute waren dann auch nochmal zwei verschiedene Foren. War jetzt dieses Mal irgendwie nicht ganz so interessant wie gestern. Also in dem einen Forum haben eigentlich auch nur nochmal oder haben drei verschiedene, ja, ich glaube, die eine war Professorin und noch andere Arbeiten der sozialen Arbeit haben da so Projekte vorgestellt. Da habe ich mir unter dem Thema, wie das Forum ursprünglich hieß, ein bisschen was anderes vorgestellt. Aber ja, wie gesagt, wir haben da irgendwie über ihre Projekte gesprochen, was sie da momentan machen, was sie forschen. Lustigerweise war da tatsächlich eine Mitarbeiterin dabei von der Hochschule, wo ich jetzt studiert habe. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich die tatsächlich vielleicht sogar
bekannt ist, irgendeine Vorlesung. Ja, wie auch immer, das war irgendwie dann nicht so ganz interessant, weil es halt auch nicht so jetzt im Detail auf mein Fachgebiet gepasst hat. Im zweiten Forum, da war ich auch so ein bisschen, ja, nicht ganz richtig am Platz, weil da ging es mehr so ums Thema Psychiatrie. Wir haben ja zwar auch Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen, aber wir sind ja keine Akutpsychiatrie, wir sind ja eine psychiatrische Reha. Von dem her, aber es war irgendwie trotzdem interessant, was sie da so erzählt haben. Da ging es ums Thema Entlassung aus der Psychiatrie. Was gibt es da für Möglichkeiten für die Patienten zur Weiterbehandlung, wie die weiter da Hilfsangebote bekommen? Um solche Themen ging es da. Dann war Mittagspause. Da habe ich dann auch wieder dort im Kantinenbereich was gegessen. Und dann gab es noch eine Stunde lang so eine Abschlussveranstaltung, wo dann einfach noch mal kurz gesprochen wurde. Was waren denn jetzt die Themen? Wer konnte so ein bisschen was mitnehmen? Wir wollten dann so ein bisschen ein Stimmungsbild aus oder von den Teilnehmenden haben. Am Schluss waren dann noch zwei so, eigentlich Theaterpädagogen, haben sie gesagt. Und die machen auch so Impro-Theater und Klinik-Clowns. Die haben dann so ein bisschen was Lustiges noch vorgeführt. Und das war ganz nett. Und dann war es eigentlich auch schon wieder zu Ende. Dann habe ich meinen Koffer geholt und bin dann mit der Tram hier zum Bahnhof gefahren. Es war jetzt alles schneller, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich habe gedacht, es dauert halt ein bisschen länger, bis dann alles rum ist, bis dann alle raus sind und. Aber es ging jetzt total schnell. Deswegen habe ich jetzt hier am Bahnhof noch so viel Zeit jetzt gehabt. Und jetzt, jetzt hocke ich hier und warte halt auf meinen Zug. Ich habe es ja, glaube ich, schon kurz angesprochen. Ich fahre jetzt tatsächlich nicht nach Hause, sondern weiter nach München direkt mit Direktverbindung. Und zwar haben wir meinem Schwiegervater da ein Geschenk gemacht zu seinem 70. Das wir jetzt in München einlösen werden. Und ich würde sagen, ich würde an der Stelle jetzt auch den Vlog beenden, weil der Vlog jetzt hier von Erfurt geht jetzt im Prinzip zu Ende, wenn ich dann gleich mit dem Zug fortfahre. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sagt Ciao bis zum nächsten Video.